Moin, ein Hallo von Steffen aus dem Sportgarten von der Anlage. Wie ihr seht, ist hier auch nichts los. Aufgrund des Coronaviruses haben wir natürlich auch die Anlage geschlossen, aber ich wollte euch einmal zeigen, was hier alles so passiert, während die Tore geschlossen sind. Hier gibt es so einiges zu tun und es wurde auch schon einiges gemacht, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar wurden die Schusskreise vom Fußballfeld, sieht man hier, nicht die Schusskreise, Entschuldigung, den Strafraum, der über den Winter ein bisschen an Farbe verloren hat, nachgezogen. Zum Thema Farbe sieht man hier unten auch, da wird der Container neu gestrichen. Hier links zu sehen weiß die Grundierung und hier vorne in blau das Endprodukt. Strahlt der Container wieder im schönen Himmelblau. Ja, gut zu erkennen. Und der Rasen hat den Winter auch nicht so gut überstanden. Ihr seht hier überall die Flecken. Da haben wir Rasen nachgesät. Auf den ganzen Bereichen. Und man sieht schon langsam an einigen Stellen, dass die Saat schon durchkommt und kleine neue Rasen. Ganz gut zu erkennen, dass die kleinen Gräser schon hochkommen. Das wird nicht mehr lange dauern und dann haben wir hier wieder einen schönen dichten Rasen. Den Streetbereich und die Rampen draußen haben wir auch alle gereinigt und vom Moos befreit. Man glaubt gar nicht, was für ein Unterschied das ist. Auch den Streetbereich haben wir abgekerchert. Ich zeige euch mal den Unterschied. Hier sieht man auch die Treppe. Glänzt und blitzt fast wie neu. Sah vorher auch ganz anders aus. Hier ist der Streetbereich. Der Asphalt ist wieder schön hell, wie man sieht. Ich zeige euch mal kurz den Unterschied. An der Kante kann man erkennen, wie das vorher aussah. Dadurch, dass wir hier in Bremen wohnen und die Witterung immer sehr unterschiedlich ist, bleibt das auch nicht aus, dass da viel Dreck entsteht. Und guck mal, so ein Unterschied ist das vom Streetbereich. Hier ist die Kante. Und so schön sieht es jetzt wieder aus. Genau, auch die Rampen haben wir abgesprüht. Natürlich kommt da immer wieder was Neues zu. Ein bisschen was von den Vögeln fällt immer mal wieder runter. Das muss gereinigt werden. So, hinter der Halle. Wir haben auch die ganzen Bierbänke und Biertische. Sind wir dabei abzuschleifen und neu zu lasieren. Das ist auch eine Heidenarbeit. Hier hinten wird geschliffen. Genau. So. Da wir davon einige haben, hier ist noch der Rest, der bearbeitet werden muss. Ist noch eine ganze Menge, aber hier ist auch das Endprodukt, was ich euch auch schon mal zeigen möchte. Die Bänke, die schon bearbeitet sind, sind hier vorne und die sind eigentlich schon wirklich, wirklich schön geworden und quasi fertig für den neuen Einsatz. Ja, wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lange ist, bevor wir hier wieder zum Alltag übergehen können und hier endlich wieder Menschen und Kinder sich bewegen können und Sport machen können. Es ist sehr ungewohnt für mich, weil sonst zu dieser Jahreszeit hier wesentlich mehr los ist. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr bleibt gesund und dass wir uns hier bald wiedersehen im Sportgarten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffentlich bis bald.